Die Glanfatana sagten, wir wären in die Ruinen eingedrungen. Das glaube ich einfach nicht. Odima hätte es niemals gestattet. Die Fänge mögen ja durchaus hitzköpfig sein, aber generell greifen Glanfatana doch nicht ohne Provokation an. Entweder haben sie etwas gesehen und falsch aufgefasst, oder sie blickte den vorausliegenden Weg hinab. Unter uns befinden sich Plünderer. Das ist so etwas, was wir jetzt gar nicht gebrauchen könnten. Was ist mit den anderen in unserer Karawane? Kalisha presst ihre Lippen zusammen und ihr Kinn kräuselt sich. Sie spricht mit schwacher Stimme. Jetzt hat sie das Rad erwischt. Wahrscheinlich das Rad des Schicksals, also der Tod. Sie blickt auf. Mögen ihnen die Götter in ihrem nächsten Leben mehr Glück gewähren. Das scheint dich aber jetzt nicht besonders aufzuregen. Kalisha schaut ihr direkt in die Augen und sagt mit unbeständigem Unterton in der Stimme: Vielleicht kannst du mich auch nur nicht gut genug. Vielleicht kennst du mich auch nicht gut genug, um zu wissen, wie aufgeregt aussieht. Außerdem, vielleicht habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. In der Tat, und ich bin trotzdem weitergegangen, weil man sonst nichts anderes tun kann und weil es noch andere Leute gibt, die dir etwas bedeuten und die dich noch brauchen, also ihre Schwester. Gut, dann lass uns losziehen. Hirudin geht einen Schritt nach vorne, worauf sein Knie nachgibt. Bevor ihn jemand auffangen kann, stürzt er zu Boden und schlägt mit der Wange auf dem abgenutzten Kopfsteinpflaster auf. Auf wackeligen Beinen krallt er sich an der Mauer hinauf wieder auf die Füße, aber er steht so wackelig da, dass er wie ein Matrose wirkt, der nach langer Zeit auf See wieder an Land geht. Could we maybe stay here and rest a few hours? I've lost some blood. Seems quiet off to the left. Might be a place to rest there. Könnten wir vielleicht hier bleiben und dann ein paar Stunden ausruhen? Er nickt in Richtung der klaffenden Wunde in seiner Taille. Ich habe ordentlich Blut verloren. Er sieht sich um. Zur Linken sieht es ziemlich ruhig aus. Vielleicht gibt es dort einen geeigneten Rastplatz. Forward to stay put. Those Glanfathans were riled about something. Could be we got company in here. Looters will be armed and ready to kill, and there's probably a lot of them. We can't be caught sleeping in their beds. Ich hasse das zu sagen, aber wir können es uns nicht leisten, auf der Stelle zu fahren. Diese Glanfathaner schienen wegen irgendwas verärgert zu sein. Könnte gut sein, dass wir hier nicht alleine sind. Die Plünderer sind bewaffnet und zum Töten bereit. Und wahrscheinlich sind nicht wenige von ihnen da. Wir können uns nicht im Schlaf überraschen lassen. Please, I just need to lie down for a while. Then we can move as fast as you want. Bitte, ich muss mich nur für eine Weile hinlegen. Ach, können wir so schnell weiterziehen, wie du willst. We are gonna die in here if we don't get moving and get this place figured out before the looters come back. We've either gotta find the exit or a damn good place to hide. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Wenn wir nicht gleich weitergehen und ins hier zurechtfinden, bevor die Plünderer zurückkommen, werden wir sterben. Wir müssen entweder den Ausgang oder ein verdammt gutes Versteck finden. Wir müssen das Risiko eingehen und ihm eine Pause verschaffen. Wir drei müssen allesamt im Vollbesitz unserer Kräfte sein. Kalisha hat recht, wir müssen es durchziehen, denn wir wissen nicht, mit was wir es hier zu tun haben. Ich würde mal das Erstere sagen, weil wir können alle eine kurze Verschnaufpause üben. No offense, but there's people out there I'd much rather die for. Kalisha legt ihr Gesicht angewidert in die Falten. Das wird unser aller Ende bedeuten. Ist nicht böse gemeint, aber dort draußen gibt es Leute, für die ich viel lieber sterben würde. Thank you. Thank you. Hirudin nimmt deine Hand in seine Hände. Danke sehr, danke sehr. Okay, wir können einmal rasten. Und zwar angeblich links, sieht es sicher aus, meinte er. Ich gehe mal kurz in die automatische Pause und mach mal feindgesichtet aus. Weil bei Kampfbeginn geht das ja schon an. So. Können wir uns hier gut verstecken? Jemand anderes ist schon hier gewesen. Wir sollen uns auf den Weg machen. Aber nicht bevor wir hier alles geplündert haben. Campingbedarf. Nehmen wir mal. Hammer und Meißel und einen Streitkolben. Ach, nehmen wir alles mal mit. Und hier? Ein kleiner Schild und
Eine Fackel. Nehmen wir auch mal mit. Und ja, ich sag das ungern, aber hier sollten wir nicht rasten, wenn das das Lager der Banditen ist. Wir sollten etwas abseits vom Schuss rasten. So schlecht geht es ihm ja noch nicht, zum Glück. Da scheint es weiter zu gehen. Gucken wir erstmal hier rein. Oh. Eine zitternde, kränkliche Gestalt kommt sich auf einem Speerstützen aus der Dunkelheit hervor. Durch ihre schuppige Haut zeichnen sich knorrige Ellbogen und dürre Rippen ab. Aber du erkennst sie als einen Saurib. Er beobachtet dich vorsichtig, während er in flatterndes Seufzen atmet. Langsam zurückweichen, Arme erheben und stillstehen. Versuchen wir das mal. Schon gut, wir werden dir nichts tun. Der Xaurib springt zurück, behält seinen Speer aber immer noch fest in den Händen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kehliges Klicken aus. Die Kreatur beschnüffelt dich und findet nichts, was sie interessiert. Sie tritt zurück und nimmt abermals ihre defensive Haltung an. Die Arme erheben und stillstehen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kittiges Klicken aus. Die Kreatur beschnüffelt dich, findet nichts, was sie interessiert, tritt zurück. Langsam zurückweichen. Die Kreatur... ja, als du gehst. Die beobachtet mich misstrauisch, als ich gehe. Kann ich mal kurz einen Quicksave machen. Steuerung, steht das hier irgendwo? Spiellager, Schnellspeicher, das ist F5, wie sollte es anders sein? Oh, ich habe noch mehr Rastvorräte erlangt. Ach, das waren wahrscheinlich die beiden Holzklötze, die ich aufgesammelt habe. Look at the tiles. What are those symbols? Das sieht nicht so gut aus. Das sieht wie ein Rätsel aus. Gehen wir mal hier drüben lang. Du hast eine Armbrust. Das finde ich schon mal gut. Eine Lederrüstung. Ein Juwel. Gold also. Ein zerfetztes Tagebuch. Dieses kleine Büchlein ist an mehreren Stellen zerrissen. Viele Seiten sind mit Blut durchtränkt. Einer der hinteren Einträge ist jedoch noch lesbar. Ich kann mein Glück nicht fassen. Ich habe beim Würfeln ein echtes, engvitalisches Artefakt gewonnen. Der Kerl, dem es gehörte, sagte, in seinen Augen sei es hübsch, aber wertlos. Er ist nicht bereit, in irgendwelchen Ruinen herumzugraben. Wenn er aber recht hat, dass diese Edelstein zu einem versteckten Schatz führt, dann ist es das gewiss wert, sich ein paar bemalten Elfen vorbeizuschleichen. Ich brauche ja morgen nach Kilandlis auf. Da muss ich nur noch das Relief finden, von dem er sprach. Okay. Warte, hast du das gehört? Also hier ist unser kleiner Freund. Wenn wir uns dem nähern, dann wird er aggressiv. Das wollte ich eigentlich nicht. Sorry, Kumpel. Bestiarium-Fortschritt. Hat das jetzt was an meiner Gesinnung geändert? Ups, das wollte ich auch nicht. Hat das jetzt was an meiner Gesinnung geändert? Karte wollte ich auch nicht. Ich wollte den Charakterbogen. Wohltätig 1. Ah ja. Gut. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, wir sollten rasten. So, du kannst jetzt die Armbrust nehmen. Die ist zwar langsam, aber stärker. Ja. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Noch ein Intellektbogen und Dietrich, ja? Ja, right. Hier oben könnten wir durch oder hier lang gucken. Oh. Du siehst böse aus. Hm? Deswegen verwenden wir lieber mal alles, was wir haben, gegen dich. Ah.
Oh, du kannst Böse betäuben. Sure. Skuldur. I might be able to break through here, if I were feeling better. Ein Durchbruch. Eine Axt mit Intellekt plus 1. Hier einen Durchbruch schaffen. Könnten wir theoretisch. Wir könnten aber auch hier erstmal rasten. Durch Rasten wird ein Satz Lagervorräte aufgebraucht. Möchtest du hier rasten? Ja. Sehr schöne Rastanimation. Edom wacht auf und schreckt sich, betastet vorsichtig seine klaffende Bauchwunde. Das Fleisch hat begonnen, sich zu verknoten. By the gods, that's better. I think I'm ready to find a way out. Ja. Er setzt sich schnell auf und zieht in der Kammer um. Sie hat uns wirklich verlassen. Sie wird nicht weit kommen, es sei denn, er kriecht auf den Knien umher und beginnt mit wachsender Verzweiflung die Ausrüstung zu durchstöbern. She took all our water. Verdammt soll sie sein. Er schlägt auf den groben Steinboden. Sie hat all unser Wasser genommen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht noch einholen. Ja, irgendwo muss sie hier noch sein. Oh, hier unten ist noch nicht geplündert. Den da. Ein Speer und ein Schild. Hm. Oh. Das wollte ich allerdings nicht, dass sie stirbt. Can't move now. Ah, wir haben einen Trinkschlauch im Lager abgelegt. Der müsste unter Sonstiges sein oder unter Questgegenstände. Ah ja, Questgegenstände. Okay, wir können nur ins Lager gucken, aber nichts aus dem Lager rausnehmen. Ah. Wie mir scheint. That roundish symbol. I'm pretty sure I saw it on one of the tiles back there. Dieses rundliche Symbol auf dem Fliesen gesehen. Okay. Das ist wohl ein Rätsel. Ich hätte vielleicht erst später rasten sollen. Ein geringer schwarzer Schlamm. Au, au. Scheint nicht so gut zu treffen, hä? Ich weiß nicht, ich habe das große Bedürfnis. Giftplasma. Das große Bedürfnis nochmal neu zu laden, weil ich die Frau nicht verlieren wollte. Was ist das für ein Schlamm auf dem Mauer? Naja, das ist der schwarze Schlamm. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich einer schwarzen, derartigen Flüssigkeit hinunter. Die Form und Ausbeutung im Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt. Aber du kannst nicht erkennen, was genau. Den Schlamm abwaschen. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Der umgebende Sonnenschein ist stellenweise abgeplatzt. Lassen die Einzelheiten seines Kopfes von den dichten Locken bis hin zu den Furchen seiner Spitzenohren immer noch bemerkenswerte Handwerkskunst erkennen. Eine Haukenhülle ist leer, die andere führt ein Juwel. Platzieren. Die Kammer beginnt zu poltern und brocken und ein Wandbereich stürzt ein. Und dahinter ist noch mehr schwarzer Schleim. So, wir laden nach und schießen. So.
schwarzer Schleim und schwacher Umhang des Schutzes, Amethyst und ein Adra. Oho. Doppelte Geschwindigkeit wollte ich nicht. Entschuldigung. Sieht man den, wie ich den anlege? Ja, stylisch. Also nee, Leute, seid mir nicht böse, aber ich möchte eigentlich gucken, dass ich sie in der Gruppe behalte. Allein schon wegen ihrer Schwester.